Ich Tanja, du Jane. Ist mehr oder weniger eigentlich ein wesentlich interessanteres Filmkonzept als Eiskunstlauf, muss ich zugeben. Ein Film, der vor allem mit Will Ferrell schon wahnsinnig großartig funktioniert hat, wobei ich ganz ehrlich nach wie vor Wetten entgegennehme, ob es Will Ferrell in seiner Karriere jemals noch gelingen wird, irgendeinen Film auf die Beine zu stellen, der wirklich gut funktioniert. Naja, I, Tonya war auf jeden Fall ein absoluter Erfolg und ein absoluter Sensationshit, unter anderem mit Margot Robbie. Und nein, auch wenn ich auf YouTube bin, mag ich einfach nicht diesen Scherz einbauen. Mach den Robbie, Robbie, mach den Robbie, weil das ist auch sogar tatsächlich mir zu blöd. Aber Plain Archive hat mit I, Tonya wieder mal einen Film auf den Markt gebracht, wo ich mir denke, hey, es zahlt sich doch zumindest ein bisschen aus, bei ihrer Plain Archive Exclusive-Reihe am Ball zu bleiben. Denn das ist tatsächlich nicht nur ein ziemlich schicker Fullslip, sondern auch noch dazu einer mit Steelbook. Aber schauen wir uns mal zuerst den Fullslip außen an. Da haben sie wieder mal sehr, sehr schön gearbeitet mit einem Partial Gloss. Hier bei dem Körper, nämlich genau gearbeitet, nur bei dem Glitzerkleid und den Glitzerbeinen, überraschenderweise. Ihr Kopf, ihre Hände und auch die Eislaufschuhe wurden da ausgespart. Interessant, ehrlich gesagt, dann eher die Frage, warum die Beine nicht auch ausgespart wurden. Weil ganz ehrlich, so genau wie dieser Release durchdacht ist, ich weiß gar nicht, ob man das auf dem Video sehen kann, wurden sogar ihre Fingernägel und ein Ehering am rechten Ringfinger mit Partial Gloss versehen. Das ist wirklich Dedication, genauso wie ein kleiner Punkt hier als Ohrring und etwas als Haarspange. Das finde ich richtig geil. Außerdem natürlich beim Filmtitel, aber was mir persönlich bei diesem Cover Artwork am meisten gefällt, ist die Tatsache, dass wir hier ein eigentlich gezeichnetes Bild vorfinden, wo nämlich vor allem das brechende Eis hier unten absolut genial aussieht. Auch wenn im Hintergrund nicht wahnsinnig viel los ist, ist das, finde ich, eine Sache, die zu diesem Cover einfach nur perfekt passt. Und da zwar eine Code R Locked Blu-ray angeblich, aber natürlich auch mit englischer Sprachfassung mit dabei. Das ist ja grundsätzlich bei Plain Standard, sofern es sich um einen englischsprachigen Film handelt. Außerdem erfahren wir hier auf dem Backcover, dass sie offensichtlich Dolph Lundgren, Tom Jane und Ray Stevenson Konkurrenz machen will, mit einer coolen Tagline, die ebenfalls hier mit dem Partial Gloss versehen ist. Außerdem ein cooles durchgehendes Design mit diesem teilweise brechenden Eis. Das ist wirklich, wirklich geil. Außerdem wartet dann drinnen einerseits ein Steelbook auf uns, andererseits ein Booklet, ebenfalls eigentlich mit einem interessanten Bild vorne drauf, mit einigen Bildern aus dem Film. Ich kann mich ganz ehrlich nur an einzelne Ausschnitte von dem Film erinnern, durch die Oscarverleihung. Gesehen habe ich ihn leider noch nicht, bin aber jetzt, wo ich ihn in der Sammlung habe, auf jeden Fall gespannt drauf, weil das Ganze sieht wirklich cool aus. Vor allem die Bilder haben alle hohe Qualität. Text ist dankenswerterweise diesmal auch in Englisch mit dabei. Außerdem gibt es hier noch dann das Steelbook. Und da hat man ebenfalls sehr schön gearbeitet, nämlich beim Altania-Schriftzug beziehungsweise dem unterstrichenen Teil lässt der metallische Schimmer auf sich aufmerksam machen. Genauso übrigens auch beide metallischen Teilen von ihrem Outfit inklusive ihren Lippen. Der Lippenstift könnte unangenehm sein. Ansonsten ist das Ganze absolut Full Gloss und lässt keinen Schimmer durch. Hier auf dem Backcover dann mehr oder weniger eigentlich haargenau dasselbe wie vorne, nur mit einer anderen Pose. Das ist mehr oder weniger im Sinne von, ach, ich habe mich nicht entscheiden können, was ich will. Ach, naja, nehmen wir halt einfach die zwei. Dann drinnen eine ziemlich einfache Disc und ein ziemlich einfaches Innenartwork, wo noch einmal der Filmtitel steht, das Ganze in Schwarz-Weiß, aber nicht in diesem matten, durchschimmernden, schwachen, nicht erkennbaren Schwarz-Weiß, sondern in einem eigentlich ganz coolen Stil. Was finde ich durchaus zudem, muss man tatsächlich sagen, immer deutlich erkennbaren künstlerischen Anspruch von Plain Archive
passt. Außerdem haben wir wieder mal ein Kuvert mit diesem Sticker, der außen auf der Verpackungsfolie war, den ich wieder nach innen gerettet habe, und drinnen dann einzelnen Karten mit verschiedenen Motiven, die wir teilweise schon im Booklet und so gesehen haben, aber trotzdem, wie ich finde, immer eine nette Dreingabe sind. Dafür kann man sich eigentlich bei Plane Archive nur bedanken und nach wie vor hoffen, dass sie bei ihrer Reihe vielleicht öfter solche Filme nehmen, die auch für internationale Kunden interessant sind. Aber wir dürfen auf jeden Fall schon auf das nächste polnische Nonnendrama gespannt sein.